Dazu kommen es 6 Millionen Passagiere abfertigen. 6 Millionen sollen hier pro Jahr abgefertigt werden können. Das ist nämlich hier der neue A+. Wie viel hat die Lufthansa jetzt von den Maschinen, von den 380? Vom A380 hat die Lufthansa derzeit 10 Stück im Einsatz, 17 insgesamt bestellt. Und eine Pilotin, die den fliegt. Genau. Die ist ungefähr so groß. Ja? Die Pilotin hat aber süße Augen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf der Facebook-Seite. Ja, die ist mal bei uns mitgefahren. Ja. Ja, die So, dann schauen wir uns mal hier an, was so gerade passiert. Sie haben dort als erstes natürlich die Fluggastbrücken, diese vollverglasten Fluggastbrücken angedockt, damit man sich hier einsteigen können. Ist natürlich sehr wichtig. Hinten haben sie dann eine weiße mobile Treppe angebracht. Sie dürfen gerne aufstehen, wenn Sie möchten, Fotos machen, kein Problem. Diese mobile Treppe, da steigt dann die Crew ein, also Steward, Stewardessen und Cockpit Crew. Dazu haben sie dann oben auf der oberen Ebene diesen Container angedockt, da steht LSG Skychefs drauf. Das sind die Caterer, die Lufthansa sorgen also für die Verpflegung. Essen und Trinken muss natürlich mitgenommen werden. Die kochen in Gateway Gardens bei uns hier am Flughafen über 100.000 Mahlzeiten pro Tag. Sie haben eine Frage? Ja. Ja, lauter bitte. Okay. Kannst du vielleicht lauter stellen, geht das? Kannst du lauter stellen? Ja, über 100.000 Mahlzeiten am Tag kochen die eben, die Skychefs, für die Maschinen der Lufthansa und auch für andere Fluggesellschaften. Was wir auch jetzt sehen können hier, ist zum Beispiel eine Betankung. Unter der linken Tragfläche haben sie dort so ein Fahrzeug, da steht RBP drauf. Da führt Schläuche in die Tragflächen, in die Flügel gerade rein. Da wird also Treibstoff gerade reingepumpt in die Flügel. Sie sehen daneben dem Fahrzeug noch einen Kollegen stehen, der das Ganze überwacht, diesen Vorgang. Da kommen dann insgesamt 320.000 Liter Kerosin rein. In den A380 maximal. Aber normalerweise sind die Flugzeuge nicht voll betankt, also haben immer nur so viel dabei, wie sie brauchen, um zum Ziel zu gelangen. Und dann eine gewisse Reserve zusätzlich noch. 320.000 Liter Kerosin. Das wird also von dem Fahrzeug, das selber kein Kerosin dabei hat, hineingepumpt. Dann auf Reinheit überprüft und natürlich auch gezählt. Die Lufthansa muss dafür auch bezahlen. Das Flugzeug hat ein maximales Startgewicht von 560 Tonnen. Kann damit dann 526 Passagiere aufnehmen bei der Lufthansa, denn sie haben oben Business und First Class und unten dann die Economy Class. 526. Die Koreaner nehmen dann ein paar weniger Personen mit, haben dafür mehr Platz in Business und First Class. 407 Passagiere passen bei den Koreanern dann rein. Sie könnten natürlich so ein Flugzeug auch nur in Economy Class bestuhlen, also recht eng, dann würden Sie dort Platz für 860 Passagiere haben. Ein A380 ohne Stühle kostet in etwa 350 Millionen US-Dollar. Also können Sie sich ruhig mal überlegen, vielleicht als Privatflugzeug haben Sie natürlich sehr viel Platz da drin. Können Sie mal Ihre Fantasie spielen lassen, was da rein soll. Das hat sich nämlich auch ein reicher Scheich letztens gedacht. Der hat nämlich vorhin einen Jumbojet gehabt. Und hat gesagt, okay, das ist ein bisschen alt geworden, wie gesagt, 40 Jahre lang schon im Betrieb. Und dann hat er sich prompt einen A380 gekauft als Privatflugzeug. Dann bitte wieder Platz nehmen.